wollen uns das kriminelle Milieu näher bringen. In den Medien zeigen sie nur noch kriminelle Handlungen und die Menschen sollen sich aufrüsten. Man sieht muskulöse und manchmal auch tätowierte Menschen, die immer zu gewaltbereit sein sollen. Auch Frauen sind aggressive, schlagbereite Wesen, die sich immer zu wehren müssen. Man bekommt das Gefühl, dass das Rotlichtmilieu das Fernsehen zum Teil übernimmt. Man sieht kriminelle Handlungen, Prostitution, Erpressung und Quizshows und Spielshows gibt es durch Glücksspiel Geld zu verdienen. Man bekommt den Eindruck, dass dieses kriminelle Milieu ihr Geld in diese Filme und Serien und Quizshows reinwäscht. Wer produziert diese Gewaltfilme und die Psychoschocker? Manche Menschen nehmen sich daraus ein Vorbild. Sie laufen nur noch muskelbepackt herum, sie reden wie diese Monster in den Serien und Filmen, sie ziehen sich an wie diese kriminellen Verbrecher. Sie geben uns ins Bewusstsein, dass man im Stark und wehrhaft sein muss. Auch die Frauen, die fast schon wie Männer daherkommen, mindestens ihr Benehmen und ihr Umgang miteinander ist cool und gnadenlos und es ist herzlos kühle Killermaschinen, die Sprüche austeilen und sie verletzen nicht nur körperlich, sondern auch geistig und psychisch ihre Mitmenschen. Das Schwache wird zum Opfer und stigmatisiert als ungewollt und wer Gefühle zeigt, hat verloren und gilt als schwach und als Verlierer. Sollte es nicht so im Leben ablaufen, dass man Gefühle zeigen darf, dass man sogar mal Schwäche zeigen darf, ohne dass man gleich als Loser gilt oder ausgelacht wird oder Schlimmeres mit einem passiert? Welchen Input geben wir den Menschen in ihrem Bewusstsein und was ist das für ein Vorbild, was sie daraus ziehen? In der realen Welt laufen schon solche Monster und Kriminelle herum. Wer hat Freude daran, solche Serien und Filme, die das Rotlichtmilieu zeigen und verherrlichen, zu sehen oder die das kriminelle Milieu zeigen? Sie wollen uns dieses Milieu näher bringen, damit sie uns ihre Kleidung, ihre Drogen verkaufen können, weil es als schick gilt, wohl so zu sein und zu diesem Milieu dazuzugehören. Außerdem soll uns das Prostitutionsmilieu auch näher gebracht werden und Gewalt und Waffen als Lösung von Problemen näher gebracht werden. Angeblich ist alles so schön in diesem gefährlichen, gewalttätigen, kriminellen Welt. Was ist das? Hört damit auf und bekämpft wieder das kriminelle Milieu. Sie zerstören das Leben. Sie haben auch in der Gesellschaft, haben sie sich breit gemacht und salonfähig gemacht. Ich finde es schäbig und abscheulich, dieses ganze Tun. Ihre Mittel sind die Angst und der Schrecken, den sie verbreiten. Aber ich finde, das sollte nicht zu unserem Leben gehören.